So, ich wünsche einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin mal wieder auf einer Kurztour unterwegs. Ich hatte heute Morgen bzw. schon gestern begonnen, eine Kleinigkeit zu verändern. Welche Kleinigkeit es sein sollte, das muss ich euch zeigen. Und bin selber gerade etwas im Zwiespalt mit mir selbst, weil ich ja ein arger Verfechter meiner so allseits geliebten Kupplung war von meinem Ranger, die sich jetzt kurzzeitig am Kajakwagen wiedergefunden hat. Tja, jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen was über 10 Kilometer gefahren, aber mit einer anderen Kupplungsgeschichte. Unfassbar. Läuft hervorragend. Und wie gesagt, ich muss mich selbst etwas in, wie soll ich sagen, nehmen. Wenn wir also jetzt mal gucken wollen, das ist das Fahrrad. Dann drehen wir uns mal ganz langsam und dann sehen wir unter der Sattelstütze eine leichte Stange. Nach hinten laufen, läuft weiter nach hinten, läuft weiter nach hinten. Oh Gott, da steht der Ranger. Und der Ranger hat eine stinknormale, ordinäre Hochdeichsel gekriegt. Und diese stinknormale, ordinäre Hochdeichsel funktioniert richtig geil. Ich hätte es selbst nicht gedacht. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ist wie gesagt jetzt Testrunde. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich habe noch eine Kleinigkeit, wo ich eventuell verbessern möchte. So, dann sehen wir also hier die stinknormale, ordinäre Hochdeichsel. Ich bin im Prinzip an meinen alten Bunken angegangen, habe mir hier nach wie vor meine leider fast zu Ende gehenden schönen stabilen Winkel angebracht. Vierkantrohr, Verdrehstütze nach oben, Knotenblech, Knotenrohr, nennt es wie ihr es wollt. Und das hier ist im Prinzip eine ganz normale Deichsel, und zwar von dem alten Fahrwerk, wovon ich jetzt den Kajakwagen gebaut habe. Und alles, was mich jetzt eigentlich stört, ist, wenn man jetzt hier mehr oder weniger ein wenig schaukelt, dass diese Stütze hier, die Stange, die Hochdeichselsrohr, Punkt, Bings, Dangs, etwas, ja, weiß ich nicht, ist hier vorne jetzt ein leichter Federmechanismus vorhanden oder dahinter, da unten bewegt sich auf alle Fälle mal gar nichts. So gesehen, was soll ich sagen? Wiegetritt geil. Habe ich vorher jetzt noch schon ein paar Mal probiert. Ich musste bloß meinen Bremszug etwas anders verlegen, dass er mir noch nicht abreißt beim Einlenken. Ja, ansonsten kurventechnisch muss man halt einfach in engen Kurven ganz gleich ein bisschen anders einfahren. Aber in meiner Engstelle, gleich bei mir daheim unter der Bundesstraße durch, muss ich euch mal tatsächlich noch ein kleines Video dazu drehen. Ohne Probleme. Jetzt, keine Ahnung, ich bin selber komplett sprachlos. Ich bin jetzt stückweise ein bisschen was über 30 gefahren und das Ding rollt gnadenlos hinterher, macht absolut keine Anstalten zum Schlingern, was ich jetzt mit der anderen Kupplung ja teilweise gehabt habe, wo ich da ein bisschen Theater hatte. Ich verstehe es selbst nicht. Ja gut, das ist jetzt mal kurz dazu gewesen. Na ja, meine schöne Gärungsnaht. Olaf, wieder rumgespielt. Aber hat Spaß gemacht. Na ja gut, jetzt lassen wir das Teil mal so.
Wenn ich die tatsächlich beibehalte, dann mache ich mir da Hiebe noch, wo ich ja schon meinen Haltepunkt für meinen Dämpfer hatte, mache ich mir noch ein Blech hin. Dann sieht es gleich aus. Und ja, habe dann noch eine andere Idee. Da muss ich aber jetzt mal daheim gucken, ob das eventuell geht. Ansonsten, gerade mal gucken nochmal von der Seite. Der hängt wirklich richtig geil. Ich habe also, ja, eigentlich auch bloß gut wieder eingemessen. Habe mir die Deichsel, wenn wir jetzt nochmal so von der Seite ein wenig gucken, ganz klein wenig so nach oben übertrieben jetzt eingeschweißt, dass ich zum Gepäckträger her einfach hier nur noch ein bisschen einen Spielraum habe, falls es doch mal über einen ordentlichen Bubbelnum geht. Ja, und alles, was halt vorher noch das Problem war, war hier, warum stellst du dich nicht scharf, war hier vorher der Kugelkopf, weiß ich, hat er sich beim Schweißer ein bisschen verzogen. Auf alle Fälle lief er ganz klein wenig schwer rein. Aber das war im Prinzip ja das ganze Problem an der ganzen Geschichte. Ansonsten angeschraubt und zufrieden. Komisch. Echt komisch. Also gut, lassen wir das mal dabei. Ich fahre mal noch ein Stückchen und melde mich noch später noch mal oder halt irgendwann. Da seht ihr meine Touren. Gestartet wird immer da oben. Das ist noch im Prinzip das Ziel. Das ist noch zu Hause. Von zu Hause dahin. Wieder zurück nach Hause. Letzte Woche von zu Hause dahin, über dahin, wieder zu Hause. Auch wieder mit einer Hand. So, dann haben wir das Bild nochmal aus der Perspektive. Wieder eine Hand. Ich mache mal hier meine allseits berühmten Schlinger- und Schlängerbewegungen. Also, unfassbar, echt. Unfassbar. Bin echt selber komplett im Eimer. Aber geil, läuft, passt. So, ich habe jetzt zwar hier jetzt nicht den mega Berg für euch, aber auf alle Fälle auch ein bisschen ein Berg. Und jetzt habe ich gedacht, wenn wir schon immer davon schwätzen, von unserem sogenannten Wiegetritt, dann werden wir den jetzt hier an der Stelle gleich mal testen, dass ihr nicht meint, ich verarsche euch. So, ich denke oder hoffe, dass man das jetzt ganz gut gesehen hat. Und ja, also wie gesagt, ich bin echt komplett selber weg von mir. Ich kann es selber nicht fassen, dass das tatsächlich so geil funktioniert. Da muss ich jetzt eigentlich meine ganze Behauptung, es gibt keine bessere Kupplung wie die Unterzugkupplung, eigentlich mal komplett gerade über den Haufen werfen. Ne? Aber ja, so ist es halt. Was man nicht probiert, sollte man auch nicht behaupten. Also gut, sage ich einfach mal, kann ich euch die wahrscheinlich auch empfehlen, aber ich bin jetzt erstmal noch nicht ganz so vorlaut und probiere das mal noch ein paar Kilometer aus. Wir sind ja jetzt mit der anderen Kupplung, wie ich vor uns gezeigt habe, noch insgesamt ja, 500 Kilometer circa gefahren oder noch sogar ein bisschen mehr. Jetzt so die Kurzstrecken, da 40 Kilometer, da 50 Kilometer, da die Sonntags-Nachmittags-Stickle, die schreibe ich da natürlich jetzt nicht mit, oder, sondern nur die großen Touren, ist ja logisch, das wäre ja Blödsinn.
Aber da kommen ja noch locker flockig noch ein paar dazu. Und wie gesagt, da sind wir ein bisschen was bei über 500 Kilometern. Jetzt gucken wir mal, wie das Teil hier funktioniert. Aber allen Anschein nach sieht es ja nicht schlecht aus. Sollte da hingehend nichts passieren am Fahrradwohnwagen selber da unten. Wenn man hier nochmal guckt, bewegt sich also auch nichts. Das habe ich gleich heute Mittag probiert. Nicht, dass ich mir da meine Seitenwand oder beziehungsweise Frontwand rausreiße. Und ja, wie gesagt, Testing, Testing, Testing. Und dann sieht man weiter. Bis die Tage. Ich bedanke mich, dass ihr die paar Minuten Zeit gehabt habt, mir dazu zu gucken. Und wir sehen uns auf alle Fälle in nächster Zeit wieder auf einer größeren Tour. Ist ja logisch, ne? Also, ein gutes Radl.